Ja, hi. Ich hatte gerade eben einen Einfall und ich glaube, sowas wäre mal mega interessant auf dem Kanal zu machen. Ich will einfach mal was ausprobieren. Ihr seht es am Titel, das ist ein bisschen ein anderes Video. Wahrscheinlich habe ich da was geschrieben wie: Bist du ein Schriftsteller oder sowas? Ich habe mich in den letzten Tagen in ein Hörbuch sehr verliebt und das hat mich nochmal erinnert an eine Zeit, wo ich selber gerne gemocht habe zu schreiben. Und ich glaube, dass jeder von euch schon mal irgendwie darüber nachgedacht hat oder es schon mal gemacht hat. Also was zu schreiben oder auch nur eine Geschichte sich ausgedacht hat. Ich habe das auch noch verbunden mit einer anderen Frage fast schon, wo ich später die prozentualen Werte von sehen will, einfach um zu sehen, wie sich Menschen entscheiden, weil ich es einfach ziemlich interessant finde. Ich kann schon wieder überhaupt nicht reden. Ich versuche es jetzt einfach mal so gut wie möglich aus meinem Kopf zu erklären. Also dieses Video ist komplett ohne Skript, einfach weil ich gerade die Idee in meinem Bett hatte, aufgestanden bin, den PC angeschalten habe und direkt in Audacity gegangen bin und das jetzt einfach einlabere wie so ein kleiner behinderter Mongo. Ich möchte, dass ihr mir was schreibt. Ich werde euch aber auch was vorgeben. Das heißt, ich werde euch keinen Geschichtsansatz vorgeben. Was ich euch vorgeben werde, ist, die Geschichte wird. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Stellt euch vor, ihr habt jetzt fünf Möglichkeiten. Ihr habt eine Möglichkeit, dass die Geschichte durchgehend glücklich ist. Und eine, dass die Geschichte durchgehend traurig ist. Dann habt ihr noch zwei Möglichkeiten, wo eine Möglichkeit ist, dass es von einem glücklichen Zustand zu einem traurigen kommt und von der anderen von einem traurigen zu einem glücklichen Zustand. Dann habt ihr noch eine in der Mitte, als fünfte, die neutral ist. Das heißt, die ganze Zeit wird dich vielleicht gefragt, wo ein Sinn liegt, aber es wird nie eine Antwort gefunden. Das heißt, man ist nie wirklich ein. Es sind keine Glücksmomente in der Geschichte, es sind aber auch keine Trauermomente. Man ist einfach neutral. Ich würde euch bitten, zwischen einer dieser fünf Möglichkeiten zu wählen und einfach vielleicht einen kurzen Text dazu zu schreiben. Es kann eine wahre Geschichte aus eurem Leben sein. Es kann aber auch einfach was Ausgedachtes sein. Das kann wirklich komplett variieren von Fantasy zu Liebesgeschichte, zu Drama wirklich, zu Mord oder sowas. Also seid da wirklich einfach kreativ und natürlich, ihr müsst keine Geschichte schreiben oder sowas, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn vielleicht drei, vier Leute von meinen Zuschauern als ich einfach denken, hey, ich schreibe mir eine kleine Story. Schreibt die einfach hier runter und unter die Kommentare. Und ja, ich weiß, es wird ein, zwei Leute geben, die so mega witzig sind und das mit dem anderen Content auf diesem Kanal verbinden werden. Ganz ehrlich, solange das den Attributen bestimmt, schreibt, was ihr schreiben wollt, seid kreativ und selbst wenn es über fucking Minecraft geht, seid einfach wirklich kreativ und guckt, was in euch steckt. Erkennt ein bisschen, was in euch steckt und vielleicht erweckt das ja auch einfach die Lust in dem einen oder anderen. Einfach mal eine eigene Geschichte zu schreiben. Ich habe selbst, als ich jünger war, ich glaube mit 14, 15, gerne kleinere Geschichten geschrieben. Und die haben meist von irgendwas gehandelt, was sich vom Traurigen zum Glücklichen gewendet hat. Wobei in dem Glücklichen immer wieder traurige Dinge vorkamen. Aber das endliche Glückliche am Ende der Geschichte dadurch nicht beeinflusst wurde. Ich glaube, das sind auch so mit die meisten Geschichten, die momentan auf dem Markt sind, die sich so in unserem Alter, in meinem Alter, verkaufen am besten. Geschichten von einer traurigen Perspektive ändern zu einer glücklichen. Sei es jetzt das arme kleine Mauernblümchen, das nie geliebt wurde und wenn sie erwachsen wird, auf einmal wunderschön wird. Und ja,
ihren Freund findet oder sowas. So eine Geschichten kennen wir alle und so eine Geschichten mögen wir alle. Natürlich spricht das auch absolut nichts dagegen, jetzt so eine zu machen. Wenn euch das gefällt, dann macht euch das. Aber ich finde immer wieder interessant, auch Geschichten zu lesen, die genau andersrum funktionieren. Man hat einen extrem glücklichen Zustand und kann praktisch Kapitel per Kapitel einfach mitbekommen, wie es immer mehr in die Brüche geht und vielleicht auch, wenn es um einen bestimmten Menschen geht, um die Gedanken des Menschen hören kann, einfach wirklich die Gedanken dabei wiederzugeben. Meist sind die Leute, die sowas schreiben, auch meistens in einer Situation gewesen, von einer extrem glücklichen zu einer extrem traurigen. Ich will mit diesem Experiment, was es ja auch nun wirklich ist, einfach entdecken, wie die Menschen denken, wie ihr denkt und wie kreativ ihr seid. Habt Spaß an der Sache. Macht es nicht, weil ihr euch denkt, ich muss da jetzt was einschicken. Macht es, wenn ihr eine Idee habt. Wahrscheinlich haben jetzt einige von euch schon so mega eine Idee, was sie machen könnten. Ich will einfach mal was anderes machen und das ist eine echt coole Idee, glaube ich. Also schreibt mir einfach in die Kommentare hier irgendeine Geschichte. Die kann länger sein, die kann kürzer sein, es kann ein Zweizeiler sein, es kann ein Einzeiler sein, wenn ihr das hinbekommt. Aber Hauptsache, ihr seid kreativ und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.